Mein eigenes Buch, das Quiz für Star Wars Fans mit über 300 Fragen und Fun Facts, ist jetzt über den ersten Link in der Beschreibung überall erhältlich. Die Hutten in Star Wars sind riesige, unbewegliche Blobs. Ich meine, sie können sich meistens ohne Hilfe nicht einmal in normaler Geschwindigkeit fortbewegen. Sie haben eine große Sprachbarriere, wenn kein Übersetzer anwesend ist, und man kann durchaus den Eindruck haben, dass sie leicht getötet werden können. Aber wie sind sie an die Macht gekommen und vor allem an der Macht geblieben? Grundsätzlich mal, die Hutten sind nicht mächtig, weil sie solche schleimigen Klumpen sind, sondern weil sie klug, skrupellos und auch gut vernetzt sind. Das Huttenkartell ist ein jahrhundertealtes, äußerst mächtiges und einflussreiches Verbrechersyndikat, das vom Drogenhandel, der Sklaverei, Erpressungen, Glücksspiel und allen anderen Formen des illegalen Geschäfts profitiert hatten. Ihre enorme Macht und ihr Einfluss haben sich über die Jahrhunderte hinweg so angehäuft, dass sie sich jetzt auf ihren dicken, faulen Hintern zurücklehnen können und ihre kriminellen Handlanger die ganze schwere Arbeit für sie machen lassen können. Ihre Gier nach Macht war ebenso unersättlich wie ihr Appetit auf, naja, Essen. Die Hutten sind so etwas wie große, fette Mafia-Bosse, die die körperliche Arbeit, die mit der Leistung ihres riesigen Verbrechersyndikats verbunden ist, nichts mehr zu leisten brauchen. Sie sind zwar dafür bekannt, ihre enorme Größe zu ihrem Vorteil zu nutzen, und man sagt, dass sie ihre menschengroßen Feinde zerquetschen, verprügeln und teilweise sogar auffressen können. Grundsätzlich aber sind die Hutten keineswegs unbewegliche Blobs. In Legends gab es sogar einen Hutten-Jedi, und der war alles andere als unbeweglich. Aber auch andere Hutten wie Krakus und Boku waren schon ziemlich kräftig, gewalttätig, agil und daher auch mächtig und nicht zu unterschätzen. Jemand wie Jabba ist also eher die Ausnahme als die Regel, denn er ist schon so lange der Platzhirsch, der sich einfach gerne gut gehen lässt. Ich meine, wer kann das nicht auch verstehen? Und wenn wir vor allem Jabbas stolzes Alter von über 600 Jahren in Betracht ziehen, dann können wir uns vorstellen, wie lange er es sich schon gut gehen lässt. Dabei hat sich über die Jahrhunderte einfach niemand getraut, die Herrschaft der Hutten zu beenden. Weder die Republik, aus der Überzeugung heraus, die schreckliche Sklaverei sowie die ganzen illegalen Geschäfte zu unterbinden, noch das Imperium, welches doch schließlich die gesamte Galaxis beherrschen wollte. Naja, der Imperator hatte zwar durchaus in Erwägung gezogen, die Hutten zu vernichten, aber er erkannte auch ihren Nutzen. Denn zum einen, was will man überhaupt mit den Planeten, die unter der Kontrolle der Hutten stehen, großartig anfangen? Diese sind weder wirtschaftlich relevant noch reich an Rohstoffen. Es gibt dort einfach nichts zu holen, und solange die Hutten diesen Bereich kontrollieren, hatte er auch keine negativen Konsequenzen auf das restliche Imperium. Es wäre lediglich der letzte Sticker für Palpatines Stickeralbum der Galaxis gewesen, und glaubt mir, dieses Sticker wäre auf gar keinen Fall glitzernd. Okay, diese Animation zu erstellen war viel zu aufwendig, das muss doch Grund genug sein, um dem Video einen Like zu geben. Danke. Zudem war die Macht des Imperiums anfangs vor allem in den Kernwelten konzentriert, und ein Großteil der ersten Kampagnen bestand in der Niederschlagung von Aufständen, um erstmal die Kontrolle in den sowieso schon eroberten Bereichen zu festigen. Dabei ging das Imperium eine besondere Partnerschaft mit den Hutten ein, denn sie versorgten das Imperium mit wertvollen Dienstleistungen, mit dem Erlaubnis, imperiale Gesetze zu brechen, um diese wertvolle Hilfe zu leisten. Sie halfen dem Imperium also, ihre eigenen Restriktionen zu umgehen, damit diese selbst als die guten Ordnungshüter dastanden. Im Gegenzug durften sie die Kontrolle über den Huttenraum behalten. Zwar arbeitete das Imperium in gewissem Maße auch mit anderen Verbrechersyndikaten zusammen, dennoch wurden die Hutten stets mit einer unglaublichen Sonderbehandlung bevorzugt. Erst nach der Schlacht von Yavin, also der Zerstörung des ersten Todessterns, begann das galaktische Imperium, die Freiheiten des Hutten-Clans einzuschränken, um deren Unabhängigkeit zu verringern. Was ein wenig auch ein Fehler war, da sie eigentlich auf die Hilfe des Kartells angewiesen waren, um sich die Rohstoffe zu sichern, die es für die Herstellung von Waffen und Raumschiffen benötigte, um seine militärischen Operationen nach der Zerstörung des Todessterns weiterhin finanzieren zu können. Denn wenn eines klar ist, die Hutten machen niemanden Geschenke. Also fast niemanden. Denn Jabba überreichte Boba Fett einst Leia als Sklavin für eine Nacht, und wenn ihr wissen wollt, was dann passiert ist, könnt ihr hier rechts klicken. So wie wenn euch interessiert, warum man keine Hutten töten darf. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.